So, ich finde es halt schade, dass 13-Jährige sich sowas gerne wünschen, beziehungsweise sowas machen und dann online stellen. Stellt euch mal vor, eure Eltern sehen das. Was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video. Natürlich erstmal so, eigentlich wollte ich mit Videos jetzt wieder durchziehen. Die letzten 5 Tage ist wieder nichts gekommen, tut mir mega leid. Aber ich war richtig viel unterwegs, habe richtig coole Sachen erlebt. Deswegen ging es leider irgendwie nicht. Allerdings kommt heute ein Video, morgen ein Video und so geht das erstmal weiter. Also jetzt kommen sau viele Videos, verspreche ich euch wirklich. Und ja, ich will gar nicht lange labern, wir fangen mit dem heutigen Thema an. Das ist wirklich so ein Video, das habe ich schon länger in Planung, weil ich mir dabei so gedacht habe, vor 3-4 Wochen schon, ey, darüber kannst du eigentlich mal ein Video machen, weil es geht nämlich mal wieder um unsere wunderbare Jugend. Klar, ich zähle mich selber natürlich auch noch als Jugendlicher eigentlich dazu, weil warum sollte ich das nicht tun? Bin ich ja auch noch so mehr so die etwas Jüngeren. Allerdings, ich weiß auch, ich habe viele junge Zuschauer. Ich meine euch damit garantiert nicht. Ich meine vielleicht von euch 0,00000000001% oder so, also wirklich, ne? Aber da gibt es wirklich diese Leute, wo ich mir denke, beziehungsweise halt diese 12, 13, 14-Jährigen, Leute, wieso, Mann? Ihr seid noch so jung, macht andere Sachen oder stellt euch mal vor, eure Eltern sehen das. Ich will jetzt auch eigentlich direkt auf den Punkt kommen. Und zwar war ich oder mit der Zeit, so, ich bin natürlich sehr oft auf Instagram unterwegs. Instagram fahre ich auch mega kurz hier eingeblendet, folgt mir da, wenn ihr es noch nicht tut. Oh. Und auf jeden Fall finde ich in letzter Zeit immer mehr von solchen Profilen. Ich habe jetzt heute einfach mal schnell eins rausgesucht und einen Screenshot gemacht. Und zwar sieht dieses Profil so aus. Ich habe möglichst vieles zensiert, aber es sieht immer noch schlimm aus. Finde ich. Und diese ganze Häufung von diesen Instagram-Profilen, von irgendwelchen 12- oder 13-jährigen Kindern, hat mich jetzt dazu veranlasst, hierüber ein Video zu machen und einfach mal meine Meinung dazu zu sagen, weil ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schlecht, so eine Entwicklung. Ja, an sich so, das Profil ist halt so fragwürdig. Ich lese mal kurz vor. Manchmal ist das Leben ein verdammter Hurensohn und spielt mit dir, aber dann musst du halt besser spielen. Ist ein Satz, der für eine 13-Jährige vielleicht auch etwas fragwürdig erscheinen mag. Dieser Satz, den will ich allerdings erstmal außen vor lassen. Wir halten jetzt erstmal unser Blickfeld auf das Profilbild. Und solche Profilbilder, die fallen mir in letzter Zeit wirklich so oft auf, ne? Gebt euch das mal. Ich weiß nicht, ob das diese 13-Jährige ist oder ob sie sich gerne sowas wünscht, aber das ist doch krank. Das sind Knutschflecke am Hals oder am Kinn, keine Ahnung, wo auch immer. 1, 2, 3, 4, 5. 5 übelst fette Knutschflecke. Erstens, das sieht doch scheiße aus. Und da stelle ich mir in letzter Zeit wirklich immer mehr die Frage, wie kommt man dazu, so ein Bild da reinzustellen? Ich meine, klar, es gibt auf der einen Seite gibt es Mädchen, die sind 13 Jahre alt, wie die auch, die war ja 13. 13, ja. Mit 16 wäre das auch komisch, aber mit 13 ist es natürlich noch komischer. Dann gibt es erstmal diese Mädchen so, die haben vielleicht wirklich einen Jungen kennengelernt, dem es Spaß macht, ihr halt, weiß ich nicht, 2 Stunden am Hals zu saugen, damit so ein Bild zustande kommt. Auf der anderen Seite gibt es dann auch die 13-Jährigen, die sich anscheinend wirklich sowas gerne wünschen oder sowas hier zu haben. Ich meine, ganz ehrlich, das ist überhaupt kein natürlicher Vorgang, sowas zu haben. Da muss man schon, ich kann das mal kurz nachstellen, so, Bild kann mal kurz wieder weg, dankeschön. So, auf jeden Fall, das hier ist FIFA 16, ein PlayStation 4 Spiel, mit dem ich jetzt kurz in einer Beziehung bin. Und dieses Spiel möchte mir jetzt, was mache ich gerade, Alter? Nee, ganz ehrlich, dieses Spiel, wäre das jetzt ein Mensch, müsste mir locker eine Stunde am Hals saugen, dass sowas überhaupt zustande kommt. Ich stelle mir das gerade so vor, wie machen diese 13... keine Ahnung, nee, ich will das jetzt nicht nachstellen. Auf jeden Fall, das ist halt wirklich total... weiß nicht, selbst wenn... Okay, jetzt will ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Es kann natürlich wirklich sein, es ist übelst warm irgendwie heute. Auf jeden Fall kann es sein, dass bei einer bestimmten Aktivität, ja, sowas zustande kommt, dass vielleicht so ein kleiner Knutschfleck entsteht. Aber das alles andere, das ist nicht menschlich, das ist einfach... Das ist, für mich ist das irgendwie krank so. Ich finde es halt schade, dass 13-Jährige sich sowas gerne wünschen, beziehungsweise sowas machen und dann online stellen. Stellt euch mal vor, eure Eltern sehen das. So gut, das war einer der Gründe, warum ich dieses Video gemacht habe. Und ich habe wirklich gestern oder so, keine Ahnung, irgendein Bild auf meiner Timeline-Startseite bei Facebook gehabt. Da dachte ich auch, ey, jetzt ist es komplett vorbei, oder? Ja, ich habe nämlich dieses Bild hier gesehen, wo oben drüber steht, I want this. Das Ding ist so, ich würde eigentlich gar nichts sagen, nur das Foto hat fast 1000 Likes, vielleicht mittlerweile schon über 1000 Likes, keine Ahnung. Das heißt, 1000 Likes, I want this, 1000 Leute wollen das. Alter Leute, ganz ehrlich, für mich ist das nichts natürlich Menschliches, sondern ganz klar Körperverletzung. Und wenn dann unter den Likern irgendwelche 12- oder 13-jährigen Mädchen sind, da stelle ich mir echt die Frage, was ist bei euch nicht so
Richtig halt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das berechtigt ist, hierüber ein Video zu machen oder ob ich, keine Ahnung, ich finde es halt irgendwie ein bisschen falsch, so dass 12- oder 13-jährige Mädchen sowas schon schön finden. Ich finde das komisch oder dass man sich sowas wünscht, das ist halt echt, ich finde es halt irgendwie krank so, ganz ehrlich, ist so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also wenn ihr mir da zustimmt, so, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare, keine Ahnung. Allerdings, ja, die Jugend von heute steht auf Körperverletzung, beziehungsweise dass man sich gegenseitig 2 Stunden am Körper saugt und das eventuell auch schon mit 12 oder 13. Alles klar, da hatte ich andere Interessen, aber wenn es so ist, dann ist das so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst auf jeden Fall jetzt noch oben da. Morgen kommt auch ein richtig cooles Video, deswegen morgen kommt das um 16 Uhr schon online. Ja, also morgen 16 Uhr einschalten, Snapchat, Instagram, alles eingeblendet. Könnt ihr mir gerne folgen, abonnieren, nicht vergessen, haut rein, Leute. Ciao, ich gehe jetzt mal nach draußen, weil das Wetter ist echt super und kein Bock mehr drin zu hocken. Ciao.